Gestern haben wir Ihnen ja schon angekündigt, dass mein Kollege Michael Eggert und unser Kameramann Chris Gedenk noch viel mehr Beiträge aus New York City mitgebracht haben. Lassen Sie sich also jetzt überraschen, welche Bilder wir Ihnen jetzt zeigen. Liebe Zuschauer von Noah 4 und von Nachbarn on Air, wir sind in New York und haben über das Handballturnier berichtet. Aber das ist natürlich nicht alles. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir Sie doch mal mit auf eine Stadtrundfahrt durch New York und zeigen Ihnen hier die schönsten Impressionen der Stadt. Also viel Spaß mit uns hier in New York. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier direkt am Hudson River, am Hafen in New York. Und bei mir ist Eva, die bezaubernde Reiseleitung heute. Eva, erzählen Sie uns ein bisschen was über New York. Wie groß ist New York? Wie viele Einwohner hat es? Und wie viele Deutsche leben auch hier in New York? Ah, sehr gut. Es gibt 500.000 Deutsche in New York. So sehr viele deutsche Immigranten. Im Gesamten gibt es 8 Millionen Einwohner. Also eine sehr beachtliche Zahl. Also New York ist ziemlich groß. Wie teuer ist das Leben in New York? Es ist viel zu teuer. Ich lebe dort in Brooklyn und ich zahle $800 für ein kleines Zimmer. Und wenn Sie hier in Manhattan leben möchten, dann zahlt man einfach $2000 pro Monat. Keine Jacuzzi. Das kann kein Noah 4 oder Nachbarn on Air Moderator sich leisten, müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen. Ne? Verraten Sie mir noch ein bisschen was über den Times Square und die Union Jack, weil Sie haben gesagt, Times Square ist eigentlich mehr das Viertel, wo die Touristen hingehen und gar nicht mal die New Yorker selbst. Ja, Times Square war das Rotlichtviertel. Aber jetzt ist es für die Touristen. Und die New Yorker, die möchte gerne nicht in der Gegend von Times Square sein, wenn ein Cab-Driver, ein Taxifahrer durch Times Square geht, dann sagen wir, ah, bist du doch verrückt, sehe ich aus wie ein Tourist, weil wir lieben das überhaupt nicht. Es gibt zu viele Leute in Times Square. Ground Zero, haben wir auch drüber gesprochen, haben wir gesehen, wie schwer war das damals, der Schlag für New York, oder wie schwer, wie stark sind noch die Nachwehen von diesem Terroranschlag, auch heute noch? Es ist etwas, worüber wir lieber einfach nicht mehr reden. Es war sehr schwer. Wir haben 2500 Leute verloren und auch die Ökonomie war sehr schlecht, weil alles unter dem 14. Straßen war abgeschlossen. Und wenn Sie einfach ein Restaurant in der finanziellen Distrikt hatten, könnte man sagen, ach, ich bin jetzt bankrupt. Ich habe kein Geld mehr, weil die Leute konnten nicht dort kommen. So, es gab sehr viele verschiedene Probleme. Auch die Luft war nicht gut. So, sehr viele Rescue Workers haben jetzt noch Probleme mit ihrer Lunge. Eva aus den Niederlanden, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Machen Sie es gut. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich weiter. Bye, bye. Tschüss.